Wo sind die anderen? Eigentlich mir gegenüber und rechts von mir. Ah, da. Und wo ist der letzte? Ich weiß, das ist arschig. Bumm. Oh, Kira. Kira wollte gerade herspringen. Kira, spielst du? Das ging ja nochmal gerade gut, Kira. Das wäre es ja gewesen, wenn er gesprungen wäre. Mach du mal, Kira. Ich mache hier schon mal weiter. Gut. So, schalte den Laser der Plattform Keta ab. Ah, da müssen wir, ja, da müssen wir da auf die hinterste Ecke von der Plattform. Ich vermute mal jetzt hier durch. Jojo, sieht gut aus. Ah, schau an, eine schöne Kiste ist da. Aber da müssen wir nicht hin, wir müssen hier hin. Lass mein Lichtschwert. Oh. Was tut es? Es leuchtet grün. Okay. Jetzt Planetenchirurgie. Wahrscheinlich die nächste Plattform. Jo, die nächste Plattform. Also müssen wir sehen, dass wir hier erstmal wieder rauskommen. Das ging schon mal sehr gut bis jetzt. So, jetzt müssen wir da hinten rüber. Jetzt müssen wir da hoch. Echt jetzt? Wahrscheinlich, ne? Ja. Mal gucken. Hallo Dride. Der hat uns nicht gesehen? Echt nicht? Hätte ich nicht gedacht. Na warte mal, wir kommen dann mit Sicherheit von hier aus nicht hin. Das ist bestimmt die Rückseite, die wir jetzt haben. Das kriegen wir nochmal hin, so. Von hier aus kommen wir jetzt dahin. Es gab wahrscheinlich noch von da auch noch die Möglichkeit, aber wir gehen mal hier rein jetzt. Weil die kommen wir nicht vorbei. Lass mein Lichtschwert. So. Gleich hier vorne.
Da müssen wir auch ran. Zack. Der noch. Und da noch. Eins von drei. Hab ich das eben übersehen, das Ding? Anscheinend. Wie konnte ich da gerade dran vorbeilaufen? Weiß ich auch nicht. Und den hatte ich doch gerade eben schon zu Anfang. Komisch. Wahrscheinlich musst du mal wieder eine Reihenfolge da einhalten. Du musst diese Reihenfolge einhalten, sonst geht das nicht. Warte mal kurz aufsatteln. Vollkommen egal, wo wir lang gehen. Gehen wir diesmal hier lang. Bleiben. Hi. Das war's schon. Sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir zur nächsten Plattform hin. Ups. Da liegt noch was. Oh, alles mitnehmen. So, wo ist jetzt unsere letzte Plattform? In da hinten ist sie, seht ihr das? Kurz orientieren, den Weg zurück und dann da lang. Seht ihr das? Gucken wir da am besten. Ich weiß gar nicht, dass ich auch komplett falsch reite jetzt. Wahrscheinlich. Vielleicht kann man auch hier so lang. Hier ist nämlich auch noch so ein Weg, seht ihr das? Gucken wir mal. Das kontrollieren wir mal. Hi Jungs. So. Ich weiß gar nicht, ob wir sie richtig sind. Ich rette mal so vor mich hin. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Gehen wir da mal hier rein. Ja.
Nummer 1. Okidoki, läuft. So, das reinsammeln. Nichts liegen lassen. Wer den Taler nicht ehrt. Wie war es noch gewesen? Wer den Cent nicht ehrt. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Genau, jetzt habe ich's. Die Jüngeren werden sich wahrscheinlich jetzt denken, was ist denn ein Pfennig? Ja. Warte mal, müssen wir überhaupt hier lang hier? Ich renne ja wohl... Ja, ja, wir sind richtig hier. Bäm. Ein Pfennig. Das ist heutzutage ein Cent. Und dann gab es früher auch noch die Bezeichnung Groschen, ein Groschen. Falls es hier noch nicht, der eine noch nicht kennen sollte. Ein Groschen sind 10 Pfennige oder 10 Cent. Ne? Damals konnte man für einen Groschen nämlich am Kiosk jede Menge bekommen. So, tschüss. Hallo? Der schubst mich und ich kann ihn nicht schubsen. Was für eine Maschine, echt. Dann halt so. Wer die Bezeichnung Groschen noch kennt, der kann es ja mal reinschreiben. Unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wer die Groschen noch kennt. Danke für die Hilfe. Private Vendelic, 8. Imperiale Infanteriedivision. Haltet Abstand. Hier ist ein Leck. Ihr seid doch nicht allein hier. Wo ist der Rest von eurem Trupp? Überall zerstreut. Die Truppen der Hutten waren gründlich. Vor allem die Droiden. Wir haben nicht viel Zeit, also hört mir zu. Ich war nicht immer bei der imperialen Armee. Ich wurde auf Maqeb geboren. Ich habe von der Hutten-Invasion erfahren und mich freiwillig gemeldet, um meine alte Heimat zu verteidigen. Entweder wird das Imperium sentimental oder es kennt eure wahren Ziele nicht. Positiv für die Mission. Kannte das Gelände. Und die Leute. Wir hatten den Befehl, das Isotop 5 zu stehlen. Aber ich wollte bei der Evakuierung helfen. Ich habe hier immer noch Familie und Freunde. Das Herunterfahren der Bohrer ist nicht genug. Die Notablassventile in der primären Steuerzentrale müssen geöffnet werden, um den Kerndruck zu senken. Ihr seid Soldat, kein Geologe. Wie habt ihr das allein herausgefunden? Bin auf diesen Plattformen aufgewachsen. Mein Vater war Vorarbeiter. Benutzt den Hackerstift am Hauptcomputer der Steuerzentrale, um die Sicherheitssperre der Hutten zu überschreiben. Übernimmt die Kontrolle und entlüftet den Kern. Die Steuerzentrale ist schwer bewacht. Tut mir leid, aber den Teil müsst ihr übernehmen. Bitte bringt mein Volk von diesem Planeten runter. Bei meiner Ehre als Jedi. Eure Liebsten werden gerettet werden. Ich glaube euch. Ich wünschte, ich könnte bleiben. Ja, das war ein ehrenhafter Imperialer gewesen. Auch die Sorte gibt es. Es sind nicht alle schlecht im Imperium. So, das haben wir auch erledigt. So, hacken die primäre Sicherheitskonsole. Wo finden wir die jetzt? Ei, da müssen wir da vorne hin, seht ihr das? Da waren wir gerade schon mal gewesen, da sind wir hier vorbeigeritten. Habt ihr das, wisst ihr noch? Hier so, dup, 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 dup. Geht's dann jetzt wieder zurück?
Warte mal, wir müssen da lang. Wir müssen ja wieder dahin zurück. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, warte mal. Müssen wir doch da lang? Ach, hier ist ja die Brücke da. Klar, wir müssen hier lang. Hi Jungs. So, ein bisschen umreiten. Jetzt müssen wir irgendwie da lang. Oh, da vorne ist es schon. Genial. Oder so. So. Lambda, Guess, wir sind in der primären Steuerzentrale der Bohrstelle. Ein imperialer Soldat, der von diesem Planeten stammt, hat uns geraten, die Notablassventile zu öffnen. Er sagte, dass dies die einzige Möglichkeit wäre, um den planetarischen Kerndruck zu senken. Seht ihr das auch so? Die tektonischen Schwingungen sind immer noch viel zu hoch. Der Caranto-Tafelberg ist gerade explodiert. Zum Glück waren wir nicht dort. Diese Laserbohrer wurden überlastet. Die Hitzeansammlung unter der Planetenkruste ist gewaltig. Eine Durchlüftung des Kerns würde für Abkühlung sorgen. Klingt, als wäre das unsere einzige Option. Hacke jetzt den Hauptcomputer. Es funktioniert. Die Anzeigen verzeichnen deutlich sinkende seismische Aktivitäten. Das sollte euch genug Zeit verschaffen, um die Brennstäbe der Ark zu besorgen. Ich denke, es ist an der Zeit, Toboro einen Besuch abzustatten. Wo finde ich diesen Hutten? Ihr solltet besser nicht seine Nähe suchen, ehe ihr nicht die Hilfe unserer neuen Freunde erhaltet. In eurer Abwesenheit hat sich eine interessante Entwicklung ergeben. Dr. Agurop ist nicht der einzige Hutte auf Makeb, der die Seite gewechselt hat. Die lokalen Anführer des Huttenkartells, ausgenommen Toboro, wollen mit euch persönlich verhandeln. Begebt euch zurück zum Lager und trefft uns im Diplomatiezelt. Ja, dann gehen wir mal zum Diplomatiezelt. Warte mal, das war doch, gehen wir kurz vor die Tür. So, gucken wir mal kurz. Da sollen wir hin. Ja. Da muck wieder so. Auf zum Diplomatiezelt. Scotty, Energie. So, und schon sind wir da. Ah, Post. Offizielle Auszeichnung. Ja, dankeschön. Bürgermeisterin Erkins. Ach, die haben wir in den Arsch gerettet, der Bürgermeisterin. Stimmt. Hat es uns ja gegeben. Lass uns mal nachgucken. Boah, können wir nichts mit anfangen. Da können wir nichts mit anfangen. Wie sieht es optisch aus? Die Knarre? Vielleicht sieht die optisch ja ganz cool aus. Nö. Nicht mal das.